Herzlich willkommen hier in Bietigheim-Bissingen. Ich habe heute zu Gast Elvira Nägele, die FDP-Landtagskandidatin hier vor Ort, und Dr. Florian Tonka, Bundestagsabgeordneter, finanzpolitischer Sprecher und Mitglied im Finanzausschuss und im Untersuchungsausschuss zum Thema Wirecard und dazu eben hervorragender Experte zu dem Thema. Mit dem werden wir jetzt auch beginnen. Herr Tonka, das war ja im Sommer ein großer Schock für viele Anleger, dieser Bilanzskandal. Und können Sie uns einfach noch mal kurz knapp erläutern, was da schief lief aus Ihrer Sicht und welche Möglichkeiten die Politik hat, um solche Skandale in Zukunft zu verhindern? Ja, der Fall Wirecard ist sicher der größte Betrugsfall in der neueren deutschen Wirtschaftsgeschichte. Der Schaden ist immens. Alleine 20 Milliarden Euro haben Aktionäre verloren. Viele Menschen, die auch in dieses DAX-Unternehmen rein investiert haben als Aktionäre, im guten Glauben, dass man in ein DAX-Unternehmen rein investieren kann, dass da alles in Ordnung ist. Und dazu kommen nochmal mehrere Milliarden Euro, die Banken und andere Geldgeber verloren haben. Also über 20 Milliarden Euro Schaden. Die schiere Summe ist ja schon atemberaubend. Und dass es ein DAX-Unternehmen ist, das sich letzten Endes als Betrugsfall herausgestellt hat, ist auch atemberaubend. Und zum Dritten allerdings auch, dass dieser Betrugsfall leider nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass der sich angekündigt hat. Dass es ein Warnzeichen nach dem anderen gab und sowohl die Wirtschaftsprüfer als auch die Behörden, die Staatsanwälte, die Finanzaufsicht, viele andere, eben nicht wahrhaben wollten, dass sie da mehr einsteigen müssen, dass sie sich damit beschäftigen müssen, dass Wirecard in Wahrheit eben ein Betrugsfall ist. Also die Behörden hätten mit Sicherheit diesen Fall weit, weit früher aufdecken können, nein, müssen. Und warum haben sie das nicht getan? Das ist eigentlich das, was wir im Untersuchungsausschuss jetzt rausbekommen wollen. Warum haben die Behörden, obwohl sie sozusagen wirklich die Hinweise auf dem Silbertablett präsentiert bekommen haben, nicht richtig reagiert? Und unsere Vermutung ist eben schon, dass Wirecard als Tech-Unternehmen, als deutsche Erfolgsgeschichte im Digitalbereich, wahrscheinlich eben auch von der Politik protegiert, gefördert wurde. Die Bundeskanzlerin hat sich aktiv für Wirecard eingesetzt, als Wirecard auf den chinesischen Markt wollte, hat sich höchstpersönlich stark gemacht für das Unternehmen. Und viele andere auch. Also die Vermutung ist eben, dass das Versagen von Aufsicht, von Kontrolle, von Behörden auch damit zu tun hatte, dass die Regierung hinter dem Unternehmen stand. Und genau das macht den Betrugsfall dann halt auch zu einem politischen Thema. Ja, Sie haben ja schon die Rolle der Behörden angesprochen. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die BaFin eingehen. Welche Möglichkeiten hat da die Politik aus Ihrer Sicht, die Behörde umzubauen? Die BaFin ist ja die deutsche Finanzaufsicht, also sie ist zuständig für Banken, Versicherungen, aber auch für den ganzen Kapitalmarkt, also für börsennotierte Unternehmen, deren Aktien an der Börse notiert sind. Und das war Wirecard, ja. Und in der Funktion hätte die BaFin, die Finanzaufsicht, natürlich auch viel, viel früher bei Wirecard reingehen müssen. Und zwar mit einer Hausdurchsuchung, mit Beschlagnahme von E-Mails, von Akten, von Dokumenten, hätte die auswerten müssen. Diese Finanzaufsicht war spätestens Anfang 2019 gewarnt, dass die Bilanz von Wirecard falsch sein könnte, durch Zeitungsberichte, aber auch durch Geldwäschemitteilungen, die sie bekommen hat, später auch durch Mitteilungen aus der Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung prüft ja auch die Unternehmen, denen kam so viel komisch vor. Also da waren so viele Warnzeichen und das hat die Behörde nicht gemacht. Nein, noch schlimmer, sie hat sich sogar hinter das Unternehmen Wirecard gestellt. Sie hat Leerverkäufe mit Wirecard-Aktien verboten und sie hat Journalisten angezeigt, die schlecht über Wirecard geschrieben haben. Und da haben natürlich die meisten Aktionäre gesagt, also wenn die deutsche Finanzaufsicht nicht das Unternehmen verfolgt, sondern die Kritiker, sogar Journalisten und Spekulationsgeschäfte mit den Aktien verbietet, dann scheinen das ja alles auch nur Lügen und Gerüchte zu sein mit der falschen Bilanz. Und das ist das, was die Finanzaufsicht im Kern falsch gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, wie macht man es künftig besser? Also ich glaube, wir brauchen bei der Finanzaufsicht einen Kulturwandel. Dort müssen wir einfach dahin kommen, dass die näher an die Märkte kommen, die sie kontrollieren, dass sie die Produkte dort besser verstehen, dass sie auch nicht jede Volksbank um die Ecke Woche für Woche mit Regulierung überziehen und beschäftigen, sondern dass sie sich wirklich mit den vielen Ressourcen, die die Finanzaufsicht hat, auch mal wirklich um die großen, komplexen,
international tätigen Unternehmen kümmern, von denen ja auch die größeren Risiken ausgehen. Und die kleinen Unternehmen, vor allem Volksbanken, Sparkassen, aber auch kleine Finanzvermittler und so weiter in Ruhe lassen oder jedenfalls weniger kontrollieren als bisher. Also es ist auch eine Frage der Prioritätensetzung. Es kann ja nicht sein, dass man die Kleinen hängt bei jedem Anlass und die Großen laufen lässt. Und genau den Eindruck hatte man bei Wirecard und genau das muss eigentlich umgekehrt werden. Mehr lange Leine für kleine Unternehmen und dafür intensivere Kontrolle, intensivere Befassung auch mit den Risiken von komplexen großen Unternehmen. Ja, kommen wir jetzt ein Stück weit weg von der Finanzaufsicht und hin zu den Wirtschaftsprüfern. Da gibt es ja diese Big Four in der Wirtschaftsprüfung, die quasi den Markt fast kontrollieren. Was hat da die FDP als marktwirtschaftliche Partei für Ideen, um da für mehr Wettbewerb zu sorgen? Also es gibt im Markt für Wirtschaftsprüfer gibt es natürlich ganz unterschiedliche Anbieter. Die Wirtschaftsprüfer sind ja damit beauftragt, die Bilanz von Unternehmen zu prüfen, was nicht heißt, dass sie jede Rechnung kontrollieren müssen, aber sie müssen sich sozusagen die dicken Brocken in der Bilanz anschauen und dann sagen, unterm Strich stimmt es. Da sind höchstens kleine Fehler drin, aber nichts Wesentliches. Das Unternehmen ist im Großen und Ganzen so aufgestellt, wie es in der Bilanz drinsteht. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Anbieter. Es gibt die Big Four, das sind EY, KPMG, Deloitte und PwC. Die sind weltweit, vor allem bei Großunternehmen, natürlich führend und wenn man so will, auch so eine Art Oligopol. Also die machen das unter sich aus, untereinander aus. Was aber auch damit zu tun hat natürlich, dass es eben nicht so viele Anbieter gibt, die weltweit solche Prüfungsleistungen anbieten können. Dann gibt es weitere 10 sozusagen, die sind Mittelstand, gehobener Mittelstand, größerer Mittelstand, das sind auch in Deutschland jetzt nur 10 weitere. Das sind ganz tolle Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die aber sozusagen im Bereich DAX-Unternehmen nicht so leicht reinkommen. Und dann gibt es, das darf man auch nicht vergessen, einen ganz breiten Mittelstand unter den Wirtschaftsprüfern. Die darf man nicht vergessen, nur weil es Big Four gibt. Es gibt auch unheimlich viele kleinere Gesellschaften oder auch einzelne Wirtschaftsprüfer, die bei unseren mittelständischen Unternehmen einen ganz, ganz tollen Job machen. Und alle haben sicher ihre Berechtigung. Ich kann ein DAX-Unternehmen auch nicht mit 5 Leuten prüfen. Das geht auch nicht. Aber dieses Oligopol an der Spitze ist sicher ein Problem. Insofern müssen wir, glaube ich, schon gucken, wie wir den Wettbewerb unter Wirtschaftsprüfern beleben können, wie wir es auch schaffen können, dass wir auch in dem größeren sozusagen Auftragsvolumen in dem Bereich mehr Prüfer drin haben. Zum Beispiel könnte eine Lösung sein, zu sagen, wir lassen auch gemischte Prüfungen zu, sogenannte Joint Audits. Also das bedeutet, dass ein Prüfauftrag nicht von einem alleine komplett erledigt wird, sondern dass man Unteraufträge, Teilbereiche definiert und sagt, da muss aber mal jemand anders reingucken als der Prüfer, der für das große Ganze zuständig ist. Und dadurch auch, ich sag mal, den Mittelstand, den es bei den Wirtschaftsprüfern gibt, auch stärker in den Bereich auch der Prüfung von Großunternehmen reinführen. Dann bauen die ja auch Kompetenz auf in dem Bereich. Und dann könnte man, das ist jedenfalls meine Hoffnung, auch etwas Wettbewerb schaffen in der Branche, die wichtig ist für das Funktionieren unserer Wirtschaft und die man nicht auf die Big Four reduzieren darf. Ja, vielen Dank erstmal für den Einblick hier und dann kommen wir jetzt zu Ihnen, Frau Nägele. Sie sind eine Kandidatin, die aus der Wirtschaft kommt und da ist einfach die Frage von mir jetzt an Sie, für wie wichtig erachten Sie Wettbewerb in der Wirtschaft? Wettbewerb finde ich schon wichtig, weil wir durch den Wettbewerb haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich denke, ein Wettbewerb beflügelt die ganze Wirtschaft. Also es ist ganz wichtig, egal in welchem Bereich wir jetzt sind, ob wir im Bauen sind oder ob wir im Einzelhandel sind oder in alle Bereiche. Also ich denke, Wettbewerb ist wichtig für die Entwicklung unserer ganzen Gesellschaft. Danke. Und als nächstes Thema wollten wir uns jetzt ein bisschen über Sozial- und Rentenpolitik unterhalten. Da hat ja die FDP einen Vorschlag gemacht, um ein Stück weit von einem umlagefinanzierten System zu einer kapitalgedeckten Rente zu kommen. Das Konzept nennt sich Aktienrente. Herr Tonka, können Sie uns kurz die wesentlichen Punkte dieses Konzepts erläutern? Also die Aktienrente ist als Idee die vierte Säule der Alterssicherung. Wir haben ja schon 3 in Deutschland, die gesetzliche Rentenversicherung umlagefinanziert.
die betriebliche Altersvorsorge in ein ganz wichtiger Schutz oder ganz wichtige Vorsorge, gerade auch für Arbeitnehmer. Und die private Altersvorsorge, die jeder machen kann, die auch staatlich gefördert wird, Stichwort Riester, Stichwort Rürup, alles zu kompliziert, also das wollen wir auch leichter und attraktiver machen. Aber als vierte Säule neu wollen wir die Aktienrente. Und das Konzept sieht im Grunde so aus, dass man einerseits sagt, man macht das ähnlich wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung, umlagefinanziert. Man macht eine Art Pflichtbeitrag, einen Pflichtvorsorgebeitrag für Arbeitnehmer. Aber anders als das Umlagesystem soll das eben angelegt werden. Also es soll kapitalgedeckt sein. Der Vorteil ist bei Kapitaldeckung, wir können eben auch vom Wachstum profitieren in Regionen, die noch stark wachsen. Die deutsche Wirtschaft als hochentwickelte Wirtschaft wächst ja nur noch relativ langsam. Das ist auch ganz normal. Aber die Dynamik in den noch weniger stark entwickelten Volkswirtschaften, die bekommt man natürlich durch kapitalgedeckte Rente, durch entsprechende Anlageformen auch mit abgedeckt. Und das ist, glaube ich, wichtig auch für Arbeitnehmer, dass sie auch davon, von diesen Steigerungsraten profitieren können. Und kapitalgedeckte Anlage macht das Rentensystem auch robuster, denn wir werden ja einfach aufgrund unserer demografischen Struktur, es sind immer sozusagen weniger Beitragszahler, die einen Rentner finanzieren. Also wir müssen es eh umstellen. Und das ist eben der Vorschlag der Aktienrente, also ein kapitalgedecktes, aber verpflichtendes Modul einer vierten Säule. Wobei uns ganz wichtig ist, wer das nicht will, der darf auch anders vorsorgen. Also wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer sagt, diese Aktienrente ist für mich nicht attraktiv, dann kann sie, das ist in Schweden ähnlich geregelt, dann kann er oder sie auch sagen, okay, ich weise nach, dass ich was Gleichwertiges habe, was ich mir selbst ausgesucht habe. Das ist möglich. Also man kommt schon raus, aber nichts machen geht jedenfalls nicht, weil das einfach auch unsere Alterssicherung in Deutschland insgesamt, haben hier mit Frau Nägel, der Architektin, sozusagen die Statik der Alterssicherung durch Nichtstun jedenfalls irgendwann in Gefahr geraten würde. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, die Rentenpolitik steht vor großen Herausforderungen des demografischen Wandels. Und da ist jetzt meine Frage an Sie, Frau Nägele. In den nächsten Jahren werden allmählich die Babyboomer in Rente gehen. Wir haben immer mehr Rentenbezieher und immer weniger Beitragszahler. Und welche Rolle spielt dann hierbei die private Altersvorsorge, gerade für junge Menschen? Also ich persönlich finde sowieso, dass jeder seines Liegeschmied etwas sein sollte und jeder sich bitte selber anstrengen müsste. Als Arbeitgeberin habe ich immer das Thema, dass ich eigentlich oft meine Mitarbeiter beraten muss und es eigentlich meine Schwerpunkte sind und ich auch immer danach schauen muss, dass die Beiträge bezahlt werden, weil vieles über den Betrieb läuft. Und ich selber bin auch auf verschiedene Säulen abgestützt. Also ich habe sowohl privat als auch früher die gesetzliche Rente bezahlt. Und habe auch noch die Architektenkammer, wo ich Mitglied bin, und da das Versorgungswerk. Und ich finde, sowas wie das Versorgungswerk und die Architektenkammer wäre gut, wenn es auch für normale Bürger zur Verfügung stände, damit die auch selber ein bisschen daran arbeiten können. Wenn ich mehr Rente bekommen möchte, kann ich über meinen Grundbeitrag mehr einbezahlen. Und ich finde, es ist einfach auch ein Anreiz, wenn ich sage, wenn mir das Alter wichtig, ich will gut leben können, muss ich halt früher etwas sparen. Und deshalb sehe ich das in der Eigenverantwortung der Menschen. Klar, eine Grundabsicherung muss jedem gegeben sein, aber ich denke, man muss jeden Arbeitnehmer auch dazu anhalten, sich selber darüber Gedanken zu machen. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben gesehen, dass Sie, wenn Sie nach einer kompetenten Stimme in der Finanzpolitik suchen, bei den Freien Demokraten richtig sind. Und deswegen hoffen wir, dass Sie uns bei der Landtagswahl unterstützen am 14. März, Elvira Nägele wählen und für einen neuen Impuls im Land sorgen.